grüße euch herzlich zu einer vorweihnachtlichen Geschichte. Es war einmal ein Wolf. Er lebte in der Gegend von Bethlehem. Die Hirten wussten um seine Gefährlichkeit und waren allabendlich damit beschäftigt, ihre Schafe vor ihm in Sicherheit zu bringen. Stets hatte einer von ihnen Wache zu halten, denn der Wolf war hungrig, listig und böse. Es war in der heiligen Nacht, eben war der wundersame Gesang der Engel verstummt. Ein Kind sollte geboren worden sein, ein Knabe. Der Wolf wunderte sich sehr, dass die rauen Hirten allesamt hingingen, um ein Kind anzusehen. Wegen eines neugeborenen Kindes, solch ein Getue, dachte sich der Wolf. Aber neugierig geworden und hungrig, wie er war, schlich er ihnen nach. Beim Stall versteckte er sich und wartete. Als die Hirten dem Kind gehuldigt und sich von Maria und Josef verabschiedet hatten, hielt der Wolf seine Zeit für gekommen. Er wartete noch, bis Maria und Josef eingeschlafen waren. Die ausgestandene Sorge und die Freude über das Kind hatten sie sehr müde gemacht. Umso besser, dachte der Wolf. Ich werde mit dem Kind beginnen. Auf leisen Pfoten schlich er in den Stall. Niemand bemerkte sein Kommen, nur das Kind. Es blickte voll Liebe auf den Wolf, der Tatze vor Tatze setzend sich lautlos an die Krippe heranschob. Er hatte den Rachen weit geöffnet und die Zunge hing ihm heraus. Er war schrecklich anzusehen. Nun stand er dicht neben der Krippe. Ein leichtes Fressen, dachte der Wolf, und schleckte sich begierig die Lefzen. Er setzte zum Sprung an. Da berührte ihn behutsam und liebevoll die Hand des Jesuskindes. Das erste Mal in seinem Leben streichelte jemand sein hässliches, struppiges Fell. Wie erlöst legten sich die gesträubten Haare glatt und glänzend auf seine Haut. Die gierige Zunge verschwand und der Rachen schloss sich über den gefährlichen Zähnen. Lautlos, wie er gekommen war, und glücklicher als je zuvor, verließ der Wolf den Stall und ging hinaus in seine Welt. Und mit ihm ging der Friede, der alles Begreifen übersteigt. Diesen Frieden wünsche ich uns.